Es gibt Leute, die behaupten zu wissen, was unter der Maske von Pyro steckt. Manche sagen, es sei ein Mann, andere eine Frau. Und wieder andere sagen, es sei eine gewissenlose Tötungsmaschine. Doch sie liegen alle falsch. Aber am besten erzähle ich die Geschichte vom Anfang an. Alles begab sich vor einigen Tagen. Ich spielte mal wieder eine Runde Team Fortress 2 und dachte mir nichts Böses, als ich Pyro auswählte. Ich startete ein Match auf der bekannten Map Two Fort. Alles schien normal, die Gegner waren gute Spieler und weit und breit war kein Free-to-Play-Spieler zu sehen. Alles war perfekt. Als ich schließlich durch einen Sniper starb, fand ich ein neues Item. Es hieß The Big Secret, also war es anscheinend ein neues Item, das noch nicht auf Deutsch war. Ich guckte in meinen Rucksack und sah, dass es wie ein Geschenk fungierte. Bevor ich es benutzte, guckte ich nach, wie viel es wert war. Es war anscheinend ein sehr neues Item, das noch keinen Eintrag hatte. Also benutzte ich es einfach. Als es mit dem Robocrate-Sound aufgemacht wurde, bekam ich das Item H5FE5SD8F8. Die Beschreibung war sogar komischerweise auf Deutsch. Sie lautete: Es ist deine Entscheidung. Benutze es oder nicht. Ich würde dir Letzteres empfehlen. Ich überlegte lange und googelte sehr viel, aber konnte keine Informationen zu dem Item finden. Also bearbeitete ich das Equip des Pyros. Ich konnte das Item im Kopfslot benutzen und setzte es ein. Als ich es auswählte, fing mein sehr guter Gamer-PC an, sehr stark zu laggen, was sich aber auch nach 4 bis 5 Sekunden widerlegte. Nun sah ich wieder den Pyro, doch auf einmal hatte ich keine Waffe mehr zum Auswählen. Nicht mal mehr die Standardwaffen. Ich dachte mir, dass mein Rucksack vielleicht nicht mehr verfügbar war, aber mein Ping war konstant bei 14. Ich spielte weiter und alle Spieler, die mit dem Zielkreuz auf mich guckten, disconnecteten. Mit der Meldung, Spielername Disconnect, Reason 666. Ich dachte mir, dass das neue Team Fortress 2 Update rumbuggt, also startete ich es neu. Nach der typischen Valve-Intro-Sequenz erschien der Standardbildschirm. Doch es sah aus, wie als ob es Halloween oder Vollmond ist. Das heißt, neben dem Menü stand ein Zombie-Charakter und der Hintergrund war von einer Halloween-Map. Doch dieser Bildschirm war ein bisschen anders. Neben dem Menü stand ein normaler Pyro, dessen Gesicht anscheinend durch den Bildschirmrand verdeckt wurde. Man sah im Hintergrund ganz oft die Zahl 666 aus Blut geschrieben. Der Pyro hielt außerdem einen Kopf in der Hand. Es war ein Sniperkopf, doch er kam mir bekannt vor. Er hatte das gleiche Equip wie der Sniper, der mich zuvor tötete. Sein Augapfel quoll aus seinem Schädel raus und die Speiseröhre hing aus seinem Hals. So langsam wurde mir die ganze Sache unheimlich. Ich beschloss, ein paar Achievements zu farmen, also machte ich einen internen Server. Ich spawnte ein paar Bots ohne KI. So fing ich an, sie zu töten, aber auf einmal sah ich ihn. Es war schon wieder der gleiche Sniper, mit dem gleichen Equip. Nun wollte ich wissen, was los war. Ich wollte G drücken, um meinen Taunt auszuführen, und dann sah ich es. Der Pyro, den ich spielte, hatte keine Maske mehr auf. Man sah ein verkrüppeltes und verbranntes Gesicht. Es war so ekelhaft und gruselig, dass man es kaum aushalten konnte und man es kaum beschreiben kann. Auf einmal tauchte eine Chatnachricht von dem Sniper auf. Warum? Warum? Du hast dich falsch entschieden und dafür musst du nun bestraft werden. Mein Bildschirm wurde kurz schwarz, doch dann sah ich ein riesiges und sehr realistisches aussehendes Bild vom Gesicht des Pyros. Außerdem fror mein Bildschirm ein. Also sah mich der Pyro die ganze Zeit mit seinen ekligen, verbrannten Augen an. Sie sahen so aus, als folgten sie mir. Ich zog den Stecker aus der Steckdose, sodass fast die Steckdose abriss. Doch der PC blieb an. Nach 1,5 Stunden ging er endlich aus. Seit diesem Zeitpunkt habe ich meinen PC nie wieder angemacht. Doch ich habe noch immer gruselige Albträume über sein Gesicht.